Hier in der Brüder-Grimm-Schule in Hürth-Gleuel ist heute ein ganz besonderer Tag, sozusagen der Höhepunkt eines medienpädagogischen Projektes, an dem der RTL-Jugendschutz und die Schule gemeinsam über ein Jahr gearbeitet haben. Im Laufe dieser Zeit haben die Kinder eine Menge über Fernsehen gelernt und sogar eine eigene Folge der Serie Power Rangers gedreht. Grund genug für einen echten Power Ranger, diese Schulklasse zu besuchen. Und jetzt, meine Freunde, präsentiere ich euch den Weißen Ranger. Als Jason Frank, der Darsteller des Weißen Rangers, plötzlich durch die Tür kam, war es zunächst ungewöhnlich ruhig in der Klasse. Schließlich hat man nicht jeden Tag einen echten Power Ranger zu Besuch. Jasons lockere Art ließ jedoch das Eis schnell brechen. Bei der anschließenden Fragestunde wollten die Kinder nicht nur etwas über die Serie erfahren, sondern noch mehr interessierte sie Jason ganz privat. Wie gefällt es Ihnen, berühmt zu sein? Es ist wirklich gut. Es macht mir Spaß, in Klassen wie diese zu kommen, um mich mit den Kindern zu unterhalten. 22 Jahre ist Jason alt und hier erlebt er seinen ersten Versuch, Deutsch zu sprechen. Wie alt ist es? 22. Warum sind Sie jetzt der Weiße Ranger und nicht mehr der Grüne? Der grüne Ranger hat seine Kräfte verloren. Deshalb schuf Zordon den weißen Ranger und er hat mich dazu ausgewählt. Haben Sie schon als Kind davon geträumt, Schauspieler zu sein? Ich war 5 Jahre alt und so groß, als ich das erste Mal davon geträumt habe. Als Jason ein zweites Mal probiert, Deutsch zu sprechen, klappt es schon viel besser. That's good, huh? Boom. Something like that. All right, cool. Robin überreicht ihm schließlich im Namen der ganzen Klasse den selbstgedrehten Power Rangers-Film. Jetzt fing die Arbeit für Jason erst richtig an. Autogramme schreiben und das nicht nur für die ganze Klasse, bis der erste Stift leer war, sondern auch für die anderen Schüler. Sie wollten natürlich alle ein Andenken an diesen ganz besonderen Tag. So, jetzt haben wir eine ganze Menge auch privat über den weißen Power Ranger erfahren. Also langsam habe ich Lust, auch mich mal selbst als Power Ranger zu verwandeln. Was meint ihr dazu? Soll ich? Ja! Da muss ich natürlich erst mal mit Zordon sprechen.